Die Autobahnpolizei Fürstenwalde bei Berlin. 20 Uhr. Schichtbeginn für die Polizeioberkommissare Norbert Kruschel und Silvio Grabo. Ihr Revier ist die A12 zwischen dem Berliner Ring und Frankfurt-Oder. Der 58 Kilometer lange Autobahnabschnitt ist eine der wichtigsten Transitstrecken zwischen Ost und West. Also heute Sonntag, das Lkw-Fahrverbot, das sonntägliche, geht noch bis 22 Uhr. Jetzt haben wir es 2020, also gute anderthalb Stunden noch. In der Regel wissen die Fahrer das, dass wir 22 Uhr bis 22 Uhr Sonntagsfahrverbot haben. Viele fahren eher rüber, um sich einfach mal einen Wettbewerbsvorteil zu ergattern. Viele Fahrzeuge dürfen auch rüberfahren, die einfach mal in diese Sondergenehmigung fallen. Oder manche Fahrzeuge haben sich auch eine Sondergenehmigung geholt, dass sie dann offiziell am Sonntag fahren dürfen. Seit 1956 gilt an Sonn- und Feiertagen zwischen 0 und 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen und für alle Zugmaschinen mit Anhänger. Wir werden den Lkw kontrollieren, den wir jetzt überholen. Das ist ein Fahrzeug aus Slubice. Das ist der Nachbarort hinter der Grenze gleich. Der Lkw ist verdächtig, weil es sich nicht um ein Kühlfahrzeug mit Frischprodukten handelt. Eine Sondergenehmigung, um das Sonntagsfahrverbot zu umgehen, gibt es lediglich für den Transport von leicht verderblichen Kühlwaren. Nimmst du den Fahrer gegen den Beifahrer? Ja. Schönen guten Abend, die Autobahnpolizei. Machen Sie bitte mal die Tür auf. Ich hätte gerne mal Ihre Dokumente gesehen. Ist das Frachtpapiere? Ladung, Wadunek. Da wurde registriert, war das, Ipravojasti. Dziękuję. Nie licencja, pozwolenia. Jest niedziela. Ja. Was hat er denn geladen? Paletten, Papier. Papier. Paper. Ja, pozwolenia. Jest niedziela. I nie wolno pojechać do 22. Ja, wohl noch. Pan ist Kirovca. Ich werde trotzdem mal schauen, ob das stimmt mit dem Papier. Ja. So, komm. Hier habe ich den Beifahrer. Okay. Komm mal mit. Um sich mit den meist polnischen Fahrern zu verständigen, haben Norbert Kruschel und Silvio Grabo vor Jahren einen Sprachkurs absolviert. Sie wussten ganz genau, dass ich die Ausnahmegenehmigung für den Sonntag haben wollte. Und er hat mir die Lizenz gegeben für den Güterkraftverkehr, dass er überhaupt fahren darf. Und die beiden haben sich angelächelt, Fahrer und Beifahrer. Also wusste ich ganz genau, sie haben keine Genehmigung für Sonntag. Plus Papier, ja? Ja, komplett. Also definitiv Papier hat er geladen. Er hat keine Ausnahmegenehmigung und Papier unterliegt auch nicht dieser Ausnahme. Er durfte jetzt noch nicht fahren. Also mit Bearbeitungsgebühr, Bußgeldstelle 150 Euro. Für den Kraftfahrer? Null Punkte in dem Moment und im Prinzip für den Kraftfahrer für den Erstverstoß. Genau. Und die Weiterfahrt wird untersagt bis 22 Uhr. Genau. Okay. Das war's dann. Norbert bereitet die Anzeige vor. Es sind alles Berufskraftfahrer und Berufskraftfahrer kennen sich in ganz Europa aus. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Und die wissen auch, dass die Strafen im Prinzip in Deutschland, ich drücke jetzt mich mal so aus, eigentlich lächerlich sind. Und da kriegen die 150 Euro meinetwegen von ihren Fuhrunternehmern in die Hand gedrückt. Nach dem Motto, fahre, wenn du Glück hast, hast du Glück hast. Und wenn du nicht Glück hast, naja, dann wird's bezahlt. Und das wissen die ganz genau. Die wissen, dass in Italien, Dänemark und Frankreich ganz andere Bußgelder und Strafen verhangen werden. Und da gibt es eigentlich solche Spielchen nicht. Pan muss ich zaplatzen, ich kauze ja. Stop, kann ich schon Euro. Pan ma albo nie. Tak. Momentchen. Norbert, er sagt was von Kartenzahlung. Funktioniert nicht, entweder bar oder gar nicht. Der Fahrer hat nach eigener Aussage kein Bargeld dabei. Norbert Kruschel und Silvio Grabo haben das Recht, das zu überprüfen. Ich könnte sein Führerhaus durchsuchen, ich könnte ihn als Person durchsuchen. Jetzt muss man aber mal überlegen, ob das überhaupt verhältnismäßig ist jetzt. Er hat eine Stunde jetzt Zeitverzug, sage ich mal. Er muss bis 22 Uhr warten. Und er weiß auch ganz genau, wenn der Bußgeldbescheid zugestellt wird und er bezahlt ihn nicht,
dann ist er sowieso, irgendwann steht der Hill wieder auf der Matte. Und ich sehe es jetzt nicht als verhältnismäßig an, bei der Dunkelheit das ganze Führerhaus zu durchsuchen, ihn und seinen Beifahrer aussteigen zu lassen. Das muss nicht unbedingt sein. Um die Zahlung von 150 Euro Bußgeld kommt der Fahrer nicht herum. Er bekommt den Bescheid in seine Heimat Polen geschickt. Wenn er die Sache akzeptiert, bezahlt er. Und wenn er nicht bezahlt, wird er irgendwann dann noch mal mit Mahnungen angeschrieben. Ja, und dann kommt er wieder bei uns rein ins Gebiet. Und dann wird er wieder mit dem Computer überprüft, dass eine offene Rechnung da ist. Und dann muss er das bezahlen. Wenn er das nicht bezahlt, dann kann es so weit gehen, dass sogar über die Staatsanwaltschaft, sage ich mal, zum Gericht Erzwingungshaft angeordnet wird. Das heißt, wenn er nicht bezahlt und beharrlich ist, und er wird hier angetroffen und möchte dennoch nicht bezahlen, dann wird er in Erzwingungshaft genommen, wenn er ausgeschrieben ist. Es ist nicht das erste Mal, dass Norbert Kruschel und Silvio Grabo ihre Polnischkenntnisse weiterhelfen. Ich habe jemanden angehalten ohne Gurt, einen polnischen Kraftfahrer. Und er hat mir erklärt auf Polnisch, er hat eine Befreiung vom Arzt. Er muss kein Gurt tragen. Ich habe diese Befreiung abverlangt und habe dann eben gleich auf den Schein gelesen, es war mir klar, es war die Quittung von der Polizei, dass sein Führerschein einbehalten wurde. Und er hatte dann ein viel größeres Problem. Der Gurt hat dann keine Rolle mehr gespielt. Er hat eine Straftat begangen. Er hat mir im Prinzip bewiesen, dass er keine Fahrerlaubnis hat, weil ihm zuvor der Führerschein abgenommen wurde und er ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Und er dachte aber, ich kann das nicht lesen und er kann unbehelligt dann weiterfahren. Der Lkw-Fahrer darf gehen, muss aber eine Zwangspause bis 22 Uhr einlegen. Das ist eine Art und Weise Wettbewerbsverzerrung, weil die Firmen, egal ob sie aus dem Ausland oder Inland kommen, die sich an unsere Gesetzlichkeiten halten, die sind quasi bestraft, weil sie erst ab 22 Uhr wirklich fahren. Andere Firmen, die sich nicht daran halten, fahren 2 Stunden früher los, haben einen Zeitvorsprung von 2 Stunden. Das ist ein rein materieller, geldwerter Vorteil, den die dann rausschindern. Die sind dann 2 Stunden früher am Abladeort, können 2 Stunden früher neue Ladung laden und haben dem anderen Unternehmer, der, sage ich mal, nach Recht und Gesetz handelt, 2 Stunden Vorsprung, der sich natürlich irgendwo monetär ausdrückt. Norbert Kruschel und Silvio Grabo kennen sich seit 20 Jahren aus dem Polizeidienst. Seit 4 Jahren fahren sie gemeinsam Streife. Ich denke mal, dass man als Polizist eigentlich grundsätzlich ein Idealist ist, ja, und die Sache auch immer irgendwo positiv betrachtet und sieht und auch immer das Gute im Menschen und auch im Handeln sucht. Und teilweise ist es dann auch so, dass man, obwohl man vielleicht auch einschreiten musste und Sachen sanktionieren musste, geht man doch immer noch mit den meisten Bürgern per Handschlag auseinander. Fast 12.000 Lkw passieren jeden Tag die A12 von Ost nach West. Norbert Kruschel und Silvio Grabo haben einen Spezialauftrag. Die Begleitung eines polnischen Schwertransports. Der Spediteur hat den vorab bei der Polizei angemeldet. Im Prinzip, wir fahren jetzt zum Parkplatz, zum nächstgelegenen Parkplatz. Dort wird ein Schwerlaster von uns übernommen werden. Dieser Schwerlaster wird von uns begleitet auf der A12 durch den Baustellenbereich, der sich zwischen Fürstenwalde und Friedersdorf befindet. Das Problem bei dieser Baustelle ist, die ist recht schmal. Da der Schwerlaster zu breit ist, muss dort durch andere Kollegen der Gegenverkehr angehalten werden, dass wir gefahrlos den Bereich passieren können. Auf dem Weg zum Einsatz fällt Norbert Kruschel und Silvio Grabo ein weiterer Schwertransport aus Polen auf. Ach du Scheiße, ist der breit. Willst du gleich mit rausziehen? Aufgrund der Breite der Ladung werden wir mal prüfen, ob der alle nötigen Dokumente dabei hat und ob der heute überhaupt fahren darf. Und das Begleitfahrzeug hat in der Wechselzeichenanlage kein Zeichen oder kein Verkehrszeichen. Das ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern auch ein Verstoß gegen die Auflagen. Norbert Kruschel und Silvio Grabo ziehen den Schwertransporter auf den Parkplatz, auf dem der angemeldete Schwertransporter warten soll. Die Polizisten checken, ob der rausgezogene Transporter überhaupt unterwegs sein darf. Fahren Sie mal vor. Genau. Der polnische Lkw hat Brückenteile aus Stahlbeton geladen. Wir holen jetzt die Genehmigung, dass er hier fahren darf in Deutschland. Im Prinzip diese Ausnahmegenehmigung, da prüfen wir jetzt im Prinzip nach, ob er in seine Lichtzeichenanlage hätte setzen müssen in dem Moment. Und dann werden wir prüfen, ob das jetzt auch unser Schwerlaster ist, den wir begleiten müssen. Weil es sieht ganz danach aus, als wenn der auch gerade gekommen ist.
Auf dem Parkplatz steht ein zweiter Schwertransporter. Doch nur einer wurde offiziell zur Begleitung angekündigt. Norbert Kruschel versucht herauszufinden, welcher LKW das ist. Tag. Ja, hallo. Haben Sie die Ausnahmegenehmigung? Ja, wir warten hier auf von Polizeibegleitung. Also Sie werden jetzt von uns begleitet? Ja, genau. Weil wir die Info hatten, dass Sie hier schon stehen. Da sind Sie jetzt erst aus Polen gekommen, ja? Ja, genau, genau. Und ich habe angerufen, da Kollegin von uns hat mir gesagt, dass wir hier warten. Müssen Sie jetzt noch eine Pause machen oder könnten Sie... Nein, wir können weiterfahren, aber wir warten vom Polizei. Dann bringen Sie mal die ganzen Dokumente zum Funkwagen mal bitte vor. Und mir auch, ne? Ja, komplett BF3-Rechtungsschein. Okay. So, ich hatte gerade mit dem BF3-Fahrer gesprochen. Ja, das ist jetzt er holt die Genehmigung. Ja, er holt alles vor. Ja. Und das ist im Prinzip der Transport, den wir dann begleiten. Der hier? Na, ich denke mal, werden beide sein. Aber er hat mit ihm nichts zu tun, hatte mir der Fahrer gesagt. Ach so? Ja, er hat mit ihm nichts zu tun. Ich dachte, das sind die gleichen Teile. Das werden wir ja gleich sehen. Ist doch das Gleiche. Na gut, wir werden sehen. Wir müssen jetzt erstmal klären, welcher Schwerlaster für uns ist, wen wir begleiten sollen, ob die beide zusammengehören. Und wenn sie beide zusammengehören, würden wir sie beide zusammen begleiten. Aber ich vermute mal eher, wir sollen einen begleiten und den wir jetzt rausgezogen haben, müssen wir erstmal kontrollieren, ob er überhaupt eine Genehmigung hat.